Kassendifferenzen, unklare Dienstplanänderungen und Muttermilch im falschen Kühlschrank können kein Zufall sein. Fragt sich, wer die Alleinerziehende in Verruf bringen will. Mann, das ist alles so unfair, wirklich. Also, eins ist mal klar. Die zwei Abmahnungen müssen weg. Und wenn Ihr Chef nicht bereit ist, die zurückzunehmen, dann werden wir dafür vors Arbeitsgericht ziehen. Es sieht jetzt so aus, als würde ich irgendwie die Schuld auf andere lenken wollen, aber ich war es wirklich nicht. Nein, machen Sie ja keine Gedanken, wir glauben Ihnen da wirklich. Also ganz ehrlich, für mich sieht die ganze Geschichte nach einem klassischen Muttermobbing aus. Ich meine, Sie wissen schon, ja, das ist, die Leute bedienen sich einfach an diesen typischen Klischees von frisch gebackenen Müttern, Überforderung, Übermüdung, Unkonzentriertheit und so weiter. Und dann kreieren die Szenarien, um sie halt genauso dastehen zu lassen. Und warum? Und damit Sie kündigen oder gekündigt werden. Ja, aber wer? Der Chef? Luca? Der Koch? Genau, das sind die beiden, an die ich nämlich auch dachte. Ich meine, das sind die beiden einzigen, die diesen Diebstahl und diesen Muttermilchtausch da irgendwie hier hätten in die Schuhe. Dienstplan umschreiben, ne? Und den Dienstplan umschreiben können. Das ist richtig. Sagen Sie mal, wollen Sie eigentlich unter diesen Umständen weiter in dem Unternehmen arbeiten? Ja, doch, wirklich. Ich arbeite da seit 8 Jahren. Ich fühle mich da wirklich wohl. Das mag ja sein, aber verkennen Sie da nicht was? Ich meine, Ihr Chef geht nicht gerade prima mit Ihnen um. Und Luca, der Koch? Naja, also der scheint mir auch nicht so freundlich gesonnen zu sein. Was ist denn mit den anderen Mitarbeitern? Ach, naja, da gibt's jetzt also 17, klar, Küchenhilfen und so, aber mit denen habe ich nichts zu tun. Es gibt eigentlich nur dieses Kernteam halt. Ich, Sabine, Luca, ja, und mein Chef. Ja. Das ist Sarah. Sarah? Hi, ich weiß gerade auf dem Social-Media-Account von dem Luca Marcelli und da ist mir ein ziemlich interessantes Foto aufgefallen, was er da mal gepostet hat. Ich würde euch einfach mal einen Screenshot davon rüberschicken, dann könnt ihr euch das mal anschauen. So, und im Übrigen ist dieser Account für alle Mitarbeiter des Restaurants zur Linde blockiert. Schauen Sie mal. Ja, das war auch ein bisschen auffällig. Das bin ich? Ja, das sind Sie von Luca und der kommentiert Bellissima. Wahnsinn. Waren Sie mal ein Paar? Nee, wir verstehen uns gut. Wir sind gute Freunde auf der Arbeit halt, aber mehr nicht. Kann das sein, dass der ein Auge auf Sie geworfen hat? Vielleicht verliebt in Sie ist? Puh, darauf bin ich noch nie gekommen. Ich muss auch dazu sagen, dass das Foto schon so ungefähr 2 Jahre alt ist. Vor meiner Schwangerschaft. Ja, na vielleicht war er damals in Sie verliebt und versucht Sie jetzt aus verschmähter Liebe aus dem Betrieb zu mobben. Gott. Wäre doch denkbar. Wir müssten einfach noch ein paar mehr Internas aus dem Restaurantbetrieb bekommen, ne? Ich glaube, ich habe da sogar eine Idee. Ich war ja auch auf der Webseite drauf und da stand, dass am Samstag so ein Geburtstagsevent stattfinden soll und dafür suchen die wohl noch Aushilfskräfte. Vielleicht könnte ich mich ja einfach mal darauf bewerben. Gekehrt habe ich ja schon mal. Das ist doch eine Bombenidee. Mega. Machst du das? Ja klar, mache ich. Sehr gut. Ich schmeiß mich da mal ein. Prima, bis dann. Ciao. Später. Ciao. Sie sollten natürlich weder dem Luca noch Ihrem Chef irgendwas davon sagen. Auch nicht dieser, auch von dieser Vermutung verliebt sein und so weiter. Ja? Wir wollen ihn nicht hellhörig machen. Okay. Ja. Getarnt als Aushilfe sondiert Sarah Grüner inkognito 2 Tage später unter Nele Neumanns Kollegen, wer ein Motiv haben könnte, die junge Mutter mit allen Mitteln aus dem Job zu drängen. Bald verdichten sich die Hinweise. Ah, Sarah, hallo. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hi, freut mich. Ich habe hier schon einen Dienstplan für Sie. Für Aha. Sie ist jetzt nur der Tag heute interessant, nicht die ganze Woche, aber da sehen Sie, wann Sie im Laufe des Tages noch ablöst. Okay. Hallo Luca, schön, dass du da bist. Das ist Sarah, die hilft uns halt auch aus bei der Geburtstagsparty. Eigentlich wollte ich Nele bitten, dass sie ihr ein bisschen alles zeigt, aber die ist schon wieder leider nicht da. Keine Ahnung, wo sie ist. Ich muss jetzt noch ein paar Besorgungen machen. Kein Problem. Ja, okay, wir sehen uns später. Tschüss. Alles Gute. Ach Mensch, Sabine, bis später. Hi, du bist Sarah bestimmt. Genau. Aushilfe für heute, für das Event. Aha. Wir kleiden dich erstmal ein. Okay. So, dann können wir nämlich auch gleich drüben im Gastraum schon eindecken, wenn du so Danke. Möchtest. Alles vorbereiten. Ja. Okay. Geht so, das? So, ne? Jo. Werde mal kurz zur Tür. Genau. So, einmal. Einfach hinten einmal nochmal rum. Ja. Schöne Schleifchen. Okay. Hallo, Nele. Hey, da bin ich. Hallo. Mensch, Nele. Hi, ne? Ja, sorry, ich musste Leo mitbringen, weil oh Gott, meine das Mama ist doch kein Kindergarten. Meine das Mama ist steckt in der Bahn fest. Sorry. Das ist doch kein Problem. Ich nehme Luca schnell mit. Meine Mama kommt gleich, wirklich. Bis Tschüss, deine Leo, kommt. Mein Schatz, ne? Die Oma kommt gleich und holt dich ab. Vielen, Nele. Vielen Dank. Ja, tschüss, mein Schatz. Problem. Ja, hi, ich bin Sarah, die hi, Sarah. Hi. Heute. Hey, ja, super, dass du da bist. Tschüss. Nele, du bist schon wieder eine Viertelstunde zu spät. Was? Nein. Hä, ist es 15.45 Uhr? Ich muss um 16 Uhr eigentlich erst da sein. Ich bin eine Viertelstunde zu früh. Ja, guck doch mal, was da auf dem Plan steht. 15.45 Uhr? Nein. Ich bin eine Viertelstunde zu früh.
Kann ich? Bitte? Hä? Warte mal, aber da. Auf meinem Plan steht... Hier. Kann ich mal sehen? Warte mal. Das kann nicht sein. Hä? Also Herr Gruber hat mir, hat mir auch gerade einen Plan gegeben. Ja, sind sogar zu früh für eine Stunde. Ja, hier. Die stimmen nicht, die Pläne. Die stimmen nicht überein. Aber das bedeutet ja, dass... Das bedeutet ja, dass du recht hattest. Ich hab's die ganze Zeit gesagt. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist hier los? Gibt's denn vielleicht noch irgendjemanden, der Zugriff auf die Dienstpläne hat? Und dass jemand die im Nachhinein umgeändert hat vielleicht? Nein, der Chef hat alleinigen Zugriff drauf. Er macht die Pläne. Das ist der Grund, warum ich nicht mehr schlafen kann. Alles deutet darauf hin, dass Hans Gruber selbst für die Verspätungen von Nele Neumann sorgte. Ingo Lenzen will herausfinden, ob der Chef auch die übrigen Anlässe zur Abmahnung manipuliert hat. So, Herr Gruber, schauen Sie sich das mal bitte an. Das sind zwei unterschiedliche Dienstpläne. Bei dem einen fängt die Arbeitszeit meiner Mandantin um 15.30 Uhr an. Auf dem anderen Dienstplan fängt die Arbeitszeit von Frau Neumann um 16 Uhr an. Das kann doch nicht sein. Also, das verstehe ich nicht. Ja, kommt die Gäste sind da. Ah, ja, freut mich. Guten Tag. Lassen Sie uns mal kurz darüber gehen. Ja, verstehe ich nicht. Jetzt hier auch noch durch. Aber erklären Sie mir bitte mal, wie Frau Neumann damit klarkommen soll. Ich verstehe das also nicht. Die Verspätung meiner Mandantin liegt nicht in Ihrem Verantwortungsbereich. Ja, aber wie kann das sein? Wer in meinem Team hat einen Grund, hier Dienstpläne zu verändern? Ja, das weiß ich nicht, aber Sie haben Zugang dazu. Ich meine, was soll denn das jetzt heißen? Ja, das weiß ich nicht. Unterstellen, ich zu meinem eigenen Schaden. Sagen Sie mir, wer sonst Zugang dazu hat, um die Dienstpläne zu ändern? Das sind doch Sie. Ah. Was ist denn jetzt los? Oh. Oh, mein Bein! Gott, oh Gott, oh Gott! Mein Bein! Ich bin über diesen scheiß Draco hier gestolpert. Ruf einen Krankenwagen an. Ja, ja, oh. Tut das weh. Oh. Sie ist meine Mitarbeiterin. Das ist ja auch, fahr ich so nebenbei. Warum hast du dich nicht um ihn gekümmert? Ach, jetzt bin auch noch ich schuld. Ich hab dir immer geholfen und habe dich unterstützt. Und das ist jetzt der Dank? Nele, was macht dein Kind überhaupt hier? Das Spielzeug rundherum, das Kind ist unbeaufsichtigt. So, du gefährdest meine Gäste, so geht es wirklich nicht. Moment, mein Kind war nicht unbeaufsichtigt. Ich habe Sabine Bescheid gesagt. Und du weißt, dass das Kind gerade, mein Kind nur hier ist. Leo ist nur hier, weil meine Mama keine Zeit hat, weil die Bahn ein bisschen Verspätung hat. Die Schuld auf andere, Nele. Nein, so geht das einfach nicht. Und das geht seit einem Monat. Ich habe mich versucht zu kümmern. Jetzt ist wirklich Schluss. Das ist die Kündigung. Und zwar die Fristlose. Nein, das kann ich nicht. Jetzt warten Sie mal. Das tut mir so leid. Ist alles okay? Entschuldigen Sie, wissen Sie, von wem die Kamera ist? Das ist meine Kamera. Darf ich das ansehen? Ja, gern. Dankeschön. Okay. Oh Gott, das tut mir so leid. Während der verletzte Knöchel des Jubilars mit Eis versorgt wird, entdeckt Ingo Lenzen in den Probeaufnahmen von dessen Bruder tatsächlich, wie und durch wen es zum Sturz des 60-jährigen Gastes kam. Jetzt schauen Sie sich das hier mal an. So, ich hab Leo jetzt weggebracht. Bitte. Meine Mama war da und hat ihn abgeholt. Gucken Sie. Ich fasse es nicht. Was ist das? Das sag mal. Sabina. Wollen Sie uns was erklären? Warum? Ich dachte, du passt auf Leo auf. Ich habe mich auf dich verlassen. Was ist das? Was soll das? Was ist denn hier los? Ich meine, war das alles gespielt? Ihre Freundschaft zu Nele? Sabina. Die war nur gespielt, oder? Ich habe mich total auf dich verlassen. Warum hast du nicht auf Leo aufgepasst? Ich habe mich auf dich verlassen. Ich kann es Ihnen erklären. Sie war hinter Ihrer Stelle her. Sie war das nicht nur mit dem Traktor. Sie haben auch den Standort der Muttermilch verändert. Ne? Von dem einen Kühlschrank in den anderen, natürlich. Und Sie haben auch das Geld aus dem Briefumschlag herausgenommen. Und die Dienstpläne, die haben Sie auch geändert, oder? Wirklich, Sabine, das alles auch? Ja, das ging vielleicht ein bisschen zu weit. Das war auch nicht meine Absicht. Aber ich habe diesen Job so super gemacht, während du in Elternzeit warst. Du warst so lange weg und ich habe das super gemanagt. Und als du dann wiedergekommen bist, musste ich einfach wieder an die Tische. Das war nicht fair. Ich habe das so gut verstanden. Ich dachte, du machst das alles gerne für mich. Das setzt du alles aufs Spiel? Also Sabine, ich bin wirklich fassungslos. Das ist ja kriminelle Energie. Wie kannst du derartigen Schaden hier anrichten? Also ich würde sagen, du gehst jetzt mal. Ich möchte vorher wissen, wie sie die Dienstpläne manipulieren konnten. Ich habe öfter dem Chef beim Passwort eingeben zugeschaut. Wirklich? Bevor ich jetzt ausraste, geh bitte mal und ich möchte mit Nele noch mal sprechen. Eine Anzeige müssen Sie rechnen, ne? Nele, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann mich wirklich nur bei dir entschuldigen. Und na gut, es ist schade, dass du mir nicht geglaubt hast. Ich habe es die ganze Zeit gesagt, es ist nicht wahr. Sabine Honau wurde wegen Diebstahls und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Meine Mandantin Nele Neumann darf im Restaurant zur Linde nun in Teilzeit weiterarbeiten und hat so genügend Zeit für ihren Sohn Leo.